Ihr seht, dieses Spiel hat eben eine gute Kombination zwischen der Vorgeschichte und der und ja, sag ich mal, der Gegenwart. Und die Spiel hat auch etwas sehr, sehr Emotionales an sich. Das merkt man auch hier. Jetzt schon in ja, dass Henry auch verheiratet ist und so weiter und so fort. 1980. Es ist Donnerstagabend und Julia hätte schon seit 4 Stunden zu Hause sein sollen. Sie ruft nicht an. Du machst dir Sorgen und wirst immer wütender. Sie kommt nach Hause, als du schon im Bett liegst. Sie ist nicht wirklich betrunken, hatte aber offenbar einen schönen Abend. Ihr streitet euch, als sie ins Bett kommt. Du wirkst sauer. Du wirst sauer. Aber du beschließt, sie zu ignorieren. In dieser Nacht haltet ihr Abstand voneinander. Am nächsten Tag plagen die Schuldgefühle, weil du so wütend warst. Du fragst sie, wie ihr Abend war. Toll, antwortet sie. Du nimmst es ihr immer noch ein wenig übel. Du machst Kaffee und gehst zur Arbeit. Julia zeichnet immer noch gerne. Sie zeichnet die Pflanzen, die sie erforscht. Sie zeichnet alle Orte, die ihr besucht. Sie zeichnet dich. Du spannst deine Muskeln wie He-Man an. Du tänzelst herum wie eine Victoria's Secret Model. Nein, er macht den He-Man. Du siehst toll aus. Und wieder zurück in der Gegenwart. Jogging ist gut und gesund. Feuerwachturm Two Forks, 13 Kilometer. Ah. 1982. An Sommerabenden geht ihr gerne mit Bucket spazieren. In der Stadt ist ein Festival. Es zieht Besucher von überall her an. Einer von ihnen versucht, euch mit einem Messer auszurauben. Er tritt Bucket. Buh, ba, fa, verdammt, der Hund! Schreit Julia. Sie ist aufgeregt. In Stresssituationen stottert sie schnell. Du stellst dem Angreifer entgegen und polierst ihm die Fresse. Er verpasst dir eine Schnittwunde am Arm, aber du prügelst ihn krankenhausreif. Du fühlst dich nicht sonderlich stark. Du heulst Rotz und Wasser, bis die Polizei aufkreuzt. Julia schlägt vor, ab jetzt einen anderen Weg zu nehmen. Du stimmst ihr zu. Hier möchtest du auch nicht mehr spazieren gehen. Von da an spaziert ihr am Fluss entlang. 1984. Eure Arbeit kommt der Nachwuchsplanung in die Quere. Julia wird einen Job in Yale angeboten. Yale liegt im 3000 Kilometer entfernten Connecticut. Sie wäre dort stellvertretende Fachbereichsleiterin. Sie möchte umziehen. Du aber nicht. Außer wenn sie pendelt. Du fragst sie, ob sie pendeln würde. Du möchtest nicht nach Connecticut ziehen. Sie sagt, es würde anstrengend werden, aber sie würde es tun, wenn du nicht umziehen möchtest. Du sagst ihr, sie soll sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, wenn es das ist, was sie möchte. Sie nimmt den Job an und fliegt 3-mal im Semester zurück nach Boulder. 1985. Julia wird nach einem Vorfall in Yale beurlaubt. Sie ist ausgerastet, weil ein Kollege sich Bücher von ihr geliehen hatte, die sie für ihre Forschung benötigte. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass sie ihm die Bücher 2 Tage zuvor mit Freude geliehen hatte. Man fand sie weinend im Treppenhaus. Du findest, sie sollte vielleicht mit jemandem darüber reden. Nach unzähligen Arztbesuchen und Tests stellt sich heraus, dass Julia unter Demenz im Frühstadium leidet. Sie ist 41.
Er beschließt vorerst, niemandem davon zu erzählen. Eine demenzkranke Frau. Vielleicht flieht Henry vor diesem Schicksal. Vielleicht konnte er seiner Frau nicht länger beistehen. Mein Tagebuch. Hieme. Bucket wird langsam alt. Julia findet es gut, dass er ruhiger wird, da er nun im Haus weniger anstellt. Eine Woche später kehrt sie zur Universität zurück. Julias Zustand verschlimmert sich im Jahr 1987. Sie kann sich im Unterricht einfach an nichts mehr erinnern. Ihre Forschung liegt im Scherben. Sie fährt ohne Grund mit dem Auto in die nächste Stadt und muss von der Polizei nach Hause gebracht werden. Sie ist am Boden zerstört. Sie wird nun dauerhaft krank geschrieben. An manchen Tagen ist sie die Julia, die dich als Trottel bezeichnet und eure ungeborenen Kinder als kleine Dummköpfe. An anderen Tagen hast du es mit einer Fremden zu tun. Sie zieht dich ins Bett, um Liebe zu machen. Nach 5 Minuten gerät sie in Panik, weil sie glaubt, ihr Vater steht an der Tür. Du erzählst ihren Eltern von ihrer Krankheit. Ihre Eltern sind niedergeschmettert und fliegen schon bald regelmäßig aus Australien zu ihr. Eine Woche lang besuchen eure Freunde euch und bringen kleine Geschenke zur Aufheiterung mit, während sich ihr Zustand weiter verschlimmert. 1988. Du verbringst deine Tage damit, dich zu Hause um Julia zu kümmern. Du zählst die Sekunden zwischen den 2 wöchentlichen Besuchen von Julias Pfleger Daniel. Er meint, Julia sollte woanders wohnen, damit sie rund um die Uhr betreut werden kann. In einem Heim. Der gelbe Danke beschäftigt dich über die nächsten paar Monate. Du beschließt, dass sie in einer Betreuungseinrichtung besser aufgehoben ist. Ich kann nun wahrlich nichts mehr für sie tun. Dieses Spiel bringt wirklich eine sehr emotionale Seite zum Ausdruck. Das ist es auch, was ich an vielen Videospielen auch so unglaublich liebe. Denn ohne Emotionalität geht gar nichts. Also meiner Meinung nach. Andrew hat eine demenzkranke Frau und hat wahrscheinlich seinen Job aufgegeben. Ihre Eltern sind mit deiner Entscheidung einverstanden. Du findest eine großartige Einrichtung für sie in Boulder. Du besuchst sie jeden Tag. Später nur noch jeden zweiten Tag. Du gehst mit deinen Freunden in die Bar. Es ist nicht mehr wie früher. Wenn du mich jemals so wie Henry in dein Heim steckst, schneide ich dir die Eier ab. Glaubst du, bekommt jeden deiner Freunde von seiner Frau zu hören. Du beschließt allmählich, dich seltener mit deinen Freunden zu treffen. Julias Schwester Susan zieht nach Boulder, um in ihrer Nähe zu sein. Sie besucht sie täglich. Manchmal begleitest du sie. Susan kauft dir eine alte Schreibmaschine. Du sollst schreiben, wenn du schon keinen Therapeut nachsuchen willst. Willst du nicht. Du hast Susan schon immer sehr gemocht. Monate vergehen. Und Bucket stirbt. Wenn du Julia von ihm erzählst, kann sie sich nicht an ihn erinnern. Manchmal dauert es auch 1 Minute, bis sie dich erkennt. Insgeheim glaubst du, es liegt daran, dass du sie immer seltener siehst. Und je seltener du sie siehst, desto mehr vergisst sie dich. Glaubst du. Der Sommer steht bevor und du siehst eine Stellenanzeige in der Zeitung. Und diesen Job nimmst du an.
So ist es also. Er hat nun sein ganzes Leben hinter sich gelassen. Seine demenzkranke Frau. Sein altes Leben. Allein mit diesem Job. Ein wirklich trauriges Schicksal. Dazu kann man nichts anderes sagen. Nun denn, betreten wir den Feuerwachturm. Moment, was ist das? Ist das das Klo? Ich glaube schon. Was? Alter Basketball? Ah, alter Baseball. Nun denn, betreten wir jetzt den Feuerwachturm. Schalte den Strom ein. Hello, Two Forks Tower. Wer ist das? Two Forks Tower, this is Thoroughfare Tower. Come in. Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I... sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Okay, you've killed 3 husbands. You're a black widow and you're just out here until the heat dies down and then you'll kill again. Ooh, very good. Bravo, Henry. I sleep now? Not quite. Now you. Okay, good night. Bye. Firewatch. Tag 1. Good morning, Henry. Well, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Hey, sorry. Guess I slept in. You got a relaxing... 14 hours of sleep? Ooh. Yeah, Jesus. I guess it's what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Ah. Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne?
You use this to spot, you guessed it, five... What the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Are those fucking fireworks? I need you to confirm. Do you see them? Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set him straight. Do I write him a ticket? Easy there, Dirty Harry. Well? Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Secure. Shut up. Also, wir müssen das Feuerwerk dort unterbinden. Wir schmeißen erstmal Sachen rum, ne? Okay. Aha. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg.